In Wolfenstein 2 The New Colossus kehrt ihr zwischen den Missionen mehrmals in das gekaperte Nazi-U-Boot Hammerfaust zurück, das der Widerstandstruppe als mobiles Hauptquartier dient. Dank der uns inzwischen vorliegenden Testversion für die PlayStation 4 geben wir euch in diesem Video einen ersten Einblick in die Basis. Hier haben sich die Rebellen bereits gemütlich eingerichtet und es gibt einiges zu entdecken. Wie zum Beispiel in dieser lauschigen Bar. Unser Augenmerk fällt dabei vor allem auf diesen unscheinbaren Arcade-Automaten, der es ganz schön in sich hat. Wow, diese Grafik wirkt äußerst realistisch. An diesem Gerät könnt ihr nämlich ein ganz besonderes Minigame namens Wolfstone 3D spielen. Hinter dem augenzwinkernden Titel verbirgt sich die vollständige Version eines berüchtigten Wolfenstein-Ego-Shooters von 1992. Allerdings wurde die Pixelballerei in ein paar Details abgeändert. Denn im Universum von Wolfenstein 2 hat eben nicht id Software, sondern das Nazi-Regime selbst das Spiel erfunden und es natürlich mit Propaganda vollgestopft. Das heißt, im Retro-Shooter kämpft ihr nicht gegen die Nazis, sondern schlüpft selbst in die Haut des Regimesoldaten Elite-Hans. Der setzt sich gegen die Rebellen des Wiesenau-Kreises zur Wehr. Das zeigt sich auch in den Umgebungstexturen, die komplett ohne verfassungsfeindliche Symbole auskommen. Stattdessen zieren die Logos der Rebellen oder das Porträt von Wolfenstein-Held BJ Blazkowicz die Wände. Das Regime hat diesen nämlich als verhassten Terror-Billy zum obersten Feind des Reiches hochstilisiert. Spielerisch bleibt dafür alles beim Alten. Euch erwarten leere Gänge, karge Grafiken, wenige Waffen und eintönige Gegner. Wolfstone 3D ist daher nur für eingefleischte Retro-Fans interessant. Die erwartet aber ein schönes Easter Egg mit 4 wählbaren Schwierigkeitsgraden, freier Speicherfunktion und viel Spielzeit. Look out!